Wann erhalte ich eigentlich meine Zusage von der amerikanischen Universität? Wann habe ich die Gewissheit, dass ich dort wirklich studieren kann? Sprich, wann habe ich die Gewissheit, dass ich angenommen wurde und auch das Stipendium erhalte, was ich mir erhofft habe, was mir dann das Studieren dort ermöglicht? Wer sich diese Frage stellt, ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr vor Studienbeginn, kann lange warten. Weil die Universitäten brauchen eine gewisse Zeit natürlich, um sich durch den Pool an Bewerbern zu kämpfen, sich die ganzen Bewerbungsdokumente durchzulesen. Daumenregel oder Faustregel ist folgendes. Nehmen wir mal das Beispiel, du fängst im August an. Mitte, Ende August. Dann zieh mal ungefähr so ein Quartal ab. Startdatum minus Quartal. Heißt, von August gehen wir Richtung Juli, Juni, Mai. Und dann sind wir in dem Bereich, wo die Universitäten anfangen, ihre Bewerbungen wirklich dann offiziell rauszuschicken. Es kommt natürlich auch darauf an, wann du dich bewirbst. Also wenn du jetzt erst im Mai deine Bewerbung abschickst bei einer Universität, die vielleicht noch eine späte Frist der Bewerbung erlaubt, ja, dann kann es auch sein, dass es bis Juni oder sogar Juli dauert, dass du die offizielle Zusage bekommst. Das ist jetzt für viele manchmal eine Zitterpartie. Ja, es ist eine Zitterpartie, wenn man weiß, okay, ich bin in 2 Monaten hoffentlich dann drüben, ich weiß aber noch nicht, ob es wirklich geklappt hat. Deswegen sollte man sich früh bewerben, ja, dass die Universität auch eine Chance hat, sich die Bewerbung früh anzugucken. Früh heißt ein Dreivierteljahr vorher, sollte man das Ganze wirklich abschicken, so wenn die Early Application Deadline der Universität öffnet. Aber selbst dann, selbst wenn du dich zur Early Application bewirbst, kann es durchaus einige Monate, also ein Quartal oder auch noch mehr als ein Quartal, manchmal ein halbes Jahr dauern, bis du wirklich konkret was zurückhörst von der Universität. So, um die Zitterpartie jetzt nicht nur, ganz vermeiden kann man sie nicht, aber um sie wirklich drastisch zu minimieren, arbeiten wir mit unseren, also wir ePro360, die Firma, die den Kanal hier auch sponsert, mit unseren Studierenden etwas anders. Und zwar gehen wir nicht komplett nur auf eine Universität, sondern wir machen erstmal den Research-Prozess und gucken uns an, wo hast du eine sichere Chance, a, angenommen zu werden und b, auch so viel zu zahlen, nach Erhalt eines Stipendiums zum Beispiel, dass es bezahlbar bleibt. Und dann gehen wir mit mehreren dieser sicheren Universitäten rein in die Bewerbungsphase. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Zulassungsquote pro Uni. Wir sind etwa so bei 90%. Und wenn wir dann mit 3 Unis reingehen, dann kommst du in der Regel auch mit 3 Zusagen raus. Und das weißt du. Ja, du weißt, du sitzt zwar dann vielleicht, nehmen wir mal das Beispiel August, im kompletten ersten Quartal, Januar, Februar, März, vielleicht noch April und hörst gar nichts. Aber im Hinterkopf weißt du, die Zusagen kommen. Mit einer Chance von jeweils 90%. Also selbst wenn eine Uni mal nicht klappt, hast du immer noch 2. Und du weißt, dass dein USA-Studium, dein USA-Plan auf jeden Fall nicht scheitern wird. Wenn du jetzt Angst hast, dass du irgendwas falsch machst bei der Bewerbung oder du glaubst, mein Gott, du siehst zu diesem Zeitpunkt das Video und du sagst, es ist entweder noch so viel Zeit, kann ich noch irgendwas machen, um meine Chancen zu erhöhen? Kann ich mich noch bei einer anderen Uni bewerben? Dann komm gerne auf uns zu. Oder wenn du jetzt einfach bangst darüber, ob die Universität sich überhaupt bei dir meldet und du hast vielleicht nur du hast irgendwelche Bedenken, ob es klappt, rede mit einem Experten. Vielleicht können wir noch was für dich tun. Wir haben ja teilweise auch Kontakte zu den Universitäten. Wenn du dich in so einer Situation befindest, dass du nicht weißt, geht es jetzt weiter? Und wenn ja, wann kommt denn die Zusage? Kann ich noch irgendwas machen mit dem Stipendium? Dann kontaktiere uns. Du hast unter diesem Video die Chance, mit uns zu reden über eine kostenlose Erstberatung am Telefon oder unter dem Video nutzt einfach die Kommentarfunktion bei YouTube, da können wir dich auch beraten. Innerhalb von 48 bis 24 Stunden manchmal sogar wirst du eine Antwort von uns erhalten. So oder so freuen wir uns, von dir zu hören. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns, dass du den Daumen nach oben gibst, weil das motiviert uns weiter hier zu produzieren auf diesem Kanal. Abonnier den Kanal. Wenn du Fragen hast, wenn dich das Thema USA-Studium interessiert, nutze den roten Button, folge uns für mehr Videos und wir freuen uns, von dir zu hören. Bis ganz bald. Ciao.